Ja. Geh du mal weg. Es 90 wird vermutlich ihr Geburtsjahr sein, Jungs. Hier was drücken? Nee. Ich glaube draußen. Da kommen da jetzt bestimmt Leute raus. Na, die ist da doch gekommen. Vor der Schlüssel? Kommen die zwei da nicht raus? Du gehst. Ich schätze, du hast versucht, mir zu helfen, aber du hättest ihn nicht töten müssen. Tut mir leid, Amada, aber ich hatte keine Wahl. Dein Vater hat es verdient zu sterben, er war ein Mörder. Es hat mir Spaß gemacht, ihn zu töten. Und jetzt ist er aus dem Weg. Ach so. Na, mach mal mein Lieber. Das ist immer noch nicht so gemein. Wer hat dich zum Richter, zur Jury und zum Henker ernannt? Ich weiß, er war nicht perfekt. Aber er war mein Vater. Ich dachte, du wärst mein Kumpel. Er war die einzige Familie, die ich noch hatte. Ich dachte, dass du das von allen am besten verstehen würdest. Du gehst jetzt besser, bevor ich es mir anders überlege und die Wachen rufe. Keine Bewegung! Ah, da sind sie schon. Dachte schon, ihr hättet mich. Macht Spaß. Ah. Reicht schon? Also ich glaube, bei meinen Schießkünsten wäre der VHTS vielleicht doch nicht so verkehrt. Zumindest einen habe ich schon. Ich blute. Geht auch so. Ah, schon wieder das Falsche. Ich glaube, er könnte beides nicht schaden. Weil das mit den Analogsticks macht ja nicht nur Fallout 3, das machen ja auch andere Shooter auf der Konsole. Mit zwei Analogsticks. Gibt's hier noch irgendwas? Was haben wir denn da? Oh, aufbereitetes Wasser. Aufbereitetes Wasser, das ist immer gut. Luca-Cola, das Verdienstgebot könnt ihr behalten. Brauche ich nicht, nein. Achso, die ist leer. Ist auch leer. Was haben wir da? Altmetall. Klammer. Nö. Gut. Wir gehen nach draußen. Wir gehen nach draußen, wenn ich den Weg wiederfinde. Lalalala. Nee, das war wohl schon richtig. Dadurch? Ah, hier. Tschüss, Martha. War nett, dich gekannt zu haben und deinen Papa umzubringen. Nö, ja, also dass die kommt, habe ich mir eigentlich schon gedacht. Und mir nochmal so eins in den Arsch tritt. Ich denke jetzt zu. Ja, ist wieder zu. Die kommt eigentlich immer am Schluss. Ist wohl eher ein Bug, wenn sie nicht kommt.
Vielleicht mochte sie dich nicht. Hehe. Vor die Wald verlassen möchte, Charakter überarbeiten. Name bearbeiten. Geschlecht bearbeiten. Specials bearbeiten. Spezialfertigkeiten bearbeiten. Nö, das lassen wir mal alles so. Ach so, vielleicht kam sie deswegen nicht. Ich habe sie ja jetzt nicht so gedisst. Es ist hell. Wahaha! Schön. Wie lade ich nach? So. Flucht. Oh, ich, für was habe ich jetzt ein Level abgekriegt? 16 Fertigkeitspunkte. Für die Bombe in Megaton brauche ich... Was gibt's, Tom? Für die Bombe in Megaton brauche ich, glaube ich, Level 25 oder Level 35. Ach so, Viereck gedrückt halten, stecke ich die Waffe weg, okay. Level 40? Wirklich? Naja gut, ich will ja auch ein paar... Also ich werde Megaton auf jeden Fall mal abklappern, was die... Also ich meine zwar 35, aber ich mache jetzt nochmal 35. Ich werde auf jeden Fall Megaton abklappern wegen den ganzen Quests für Moira. Das ist so schön zum XP-Farmen. Aber sobald ich fertig bin, fliegt das Ding in die Luft. Ich möchte den Tenpenny Tower. Nahkampf werde ich nie feilschen. Kleine Waffen noch ein bisschen. Ein bisschen was auf die Sprache. So, da bin ich wieder. Hört ihr mich wieder? Super. Für die Fallout-Veteranen unter euch, welches von denen hier wäre denn jetzt für den Anfang gut? Ich meine, die Konsole hätte da jetzt so eine Beschränkung gegenüber dem PC, was die Level angeht, dass man, glaube ich, weniger Level hat. Aber bloß wegen dem Namen Speedy, oder? Ja, die anderen zwei Herren hören mir ja nicht zu. Dieb gibt mir halt 5 Punkte auf Schleichen und Dietrich. Ja, was halt am Anfang das Beste wäre, Schwarze Witwe. Im Kampf fügen sie männlichen Gegnern 10% mehr Schaden zu. Außerhalb des Kampfes bietet sich ihnen im Umgang mit Vertretern des anderen Geschlechts manchmal einzigartige Dialogoptionen. Das hört sich doch interessant an. Da bin ich doch dafür. Da gibt es doch auch, glaube ich, dasselbe für die Männer. Da macht man dann den Frauen mehr Schaden, oder? Das meiste, die meisten sind männlich, glaube ich. Also überwiegend männlich. Ja, mal das. Fetch. So. Wo ist Megaton? Wo ist meine Karte? Da ist sie nicht.
Karte. Karte, hier. Da ist die Vault. Huch. Ein Flussschiff mit Handelswaren von der fernen Halbinsel Point Lookout hat an der Mündung des Potomac angelegt. Der Kapitän bietet jedem Söldner, Schatzsucher oder Abenteurer, der das Land erkunden will, eine Passage nach Point Lookout. Ah, das ist das Add-on. Point Lookout. War das nicht? Nee, das war Pitt. Es gibt Berichte über einen neuen Funkspruch, der im Ödland der Hauptstadt ausgestrahlt wird. Es scheint sich bei dieser Übertragung um eine Art Notruf zu handeln, bei dem abgesehen von dem Standort und dem Namen des Senders nur sehr wenige Informationen übermittelt werden. Das ist Pitt. Wo ist Megaton? Ich glaube da. Huch. Im Ödland der Hauptstadt wird ein neues Funksignal aufgefangen. Es ist zwar unverständlich, klingt aber bedrohlich. Ach, Mothership Zeta. Muss ich sagen, ist jetzt für mich das eher uninteressanteste Add-on. Broken Steel wurde geladen. Ihr Level-Obergrenze wurde auf 30 erhöht. Das ist nicht besonders viel. Wie viel waren das vorher? 27? Wenn es jetzt auf 30 erhöht wird. Im Ödland der Hauptstadt wurde ein neuer Funkspruch aufgefangen. Es klingt wie ein Notruf. Scheint aber nur für bestimmte Ohren vorgesehen zu sein. Das interessiert mich doch alles überhaupt nicht. Ich möchte jetzt nach Megaton. Ich glaube, rennen kann ich nicht, ne? Ah, wunderbar. Und ich weiß, hier gibt es ein Versteck. Ein Secret. Irgendwo. Nein, springen wir hier oben. Also, dass es Springen hier oben ist, das ist für mich ein bisschen suboptimal, weil ich eigentlich gewöhnt bin, dass Springen nah am Analogstick ist. Hier gibt es irgendwo ein Secret. Ich war auf der richtigen Seite. Ich glaube schon. Ich hier irgendwo in der Nähe sein. Und ein Megaton ist voll sicher. Also da brechen bestimmt nicht mal irgendwelche Tiere durch. Da? Nee. Da vorne? Oh, das Maulwurfsratte, Maulwurfsratte, Maulwurfsratten. Sehr viele Maulwurfsratten. I need a Stimpack. Nee, I need a Stimpack. Ach, nehmen wir mal zwei. Nee, das stimmt schon so. Sollte vielleicht doch den VATS. Wie rufe ich den nochmal auf? Nein, so schon mal nicht. Ah, geht doch da. Na, ja, genau. Schleiche, schleiche, schleiche um dein Leben. Geht. Verdammt nochmal. Das habe ich jetzt genau dasselbe Problem wie bei. Wo war der VATS? Da. Selbe Problem wie bei Black Mesa, dass wenn ich auf den Knopf drücke fürs Bewegen, dass sie sich duckt. Ja. Ist zwar jetzt total lame, aber das sind ja gerade viel zu viele.
Ah. Wo ist der Rest? Der ist da hinten. Mein Gott. Da. Wo? Wo, 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 wo? Blähfliege. Blähfliegenfleisch möchte ich eigentlich nicht. Ah. Die sehen aus wie... Ja, wie, wie diese Nacktmull, finde ich, sehen die aus. Da. Seh dich doch. Oder bist du das Tote? Nee, du bist tot. Da vorne. Du brauchst gar nicht von mir wegzurennen. Ich sollte vielleicht ein Stimpack nehmen. Ich bin so pro in dem Spiel. Echt nicht zu fassen. Komm her, du blöde Maulwurfsratte. Wo bist du? Okay, ist gerade nicht auf dem Radar. Auch gut. Was ist das? Das habe ich aber nicht umgebracht. Kann ich es trotzdem looten im Mund? Oh. Da. Vielleicht. Da. Kaliber, Heckenschützen, Self-Boy, Simpack, wie empfohlen. Habe ich denn meine... Oh, das kann ich schon reparieren. Okay. Wo habe ich denn meine... Was sind denn die Notizen? Ah, hier. Wie im VNS. Hier ist das Zeug, das du wolltest. Wenn jemand fragt, wo du es her hast, erzähl ihnen sein Geschenk von deiner Oma. Größer Auspont, Lookout. Huch. Geradewegs aus dem Land der heißen Strände und üppigen Feuchtgebiete kommt die Herzogin Gambit, das schönste Schiff der Ostküste, mit ihrer Fährmann Toba. Dieser Fährmann bringt den hungrigen Massen des Ödlands, der Hauptstadt, die herzhaften Punga-Früchte auf den Tisch. Diese leckeren und nahrhaften Ergänzungen. Man merkt, es ist spät. Herzhaft, nein. Diese leckere und nahrhafte Ergänzung ihrer täglichen Ernährung ist mit ihrem scharfen Geschmack die erfrischendste Mahlzeit, die es überhaupt auf der Welt gibt. So. Besorgen Sie sich die Punga-Früchte jetzt bei Ihrem örtlichen Kaufmann oder kaufen Sie sie auf der Herzogin Gambit, die jetzt südlich der Zitadelle an der angelegten Anlegestelle verteut ist, direkt beim Lieferanten. Sonderbonus. Hallo Abenteurer. Bannen Sie darauf, die Schätze vom Point Lookout selbst zu entdecken? Dann sprechen Sie mit Toba, um einen Passagier in diese geheimnisvollen Lampen zu... Ja. Kostet nur Schweinegeld und ich war doch noch gar nicht fertig. Notiz von Papa. Moment, Jonas. Ich muss das zuerst aufnehmen. Ich weiß nicht, wie ich dir das sagen soll. Ich hoffe auf dein Verständnis. Fürchte aber, dass du mir böse sein wirst. Ich habe lange darüber nachgedacht und schließlich beschlossen, dass es für dich besser ist, wenn du es nicht weißt. So viele Dinge hätten schief laufen können.
Und es ist wirklich unmöglich abzuschätzen, wie der Aufseher reagieren wird, wenn er es herausfindet. Es ist das Beste, wenn er mir die Schuld an allem geben kann. Natürlich weißt du bereits, dass ich fortgegangen bin. Ich musste es einfach tun. Du bist jetzt erwachsen und kommst gut alleine zurecht. Vielleicht können wir uns eines Tages wiedersehen. Ich kann dir nicht sagen, warum oder wohin ich gegangen bin. Ich will nicht, dass du mir folgst. Wir wissen alle, dass das Leben in der Vault alles andere als perfekt ist. Aber zumindest bist du hier sicher. Allein dieser Gedanke hält mich am Leben. Ich will ja keinen Stress machen, aber mir wäre wohler, wenn wir das hinter uns bringen würden. Okay, ich bin bereit. Mach's gut. Ich hab dich lieb. Oh. Das Kennwort lautet Amata. Wirklich? Was sind das für ein Aufseher? Das Geburtstagsgedicht. Düstere Wände, undurchdringlicher Stahl. Erstickung, Verdammung. Kleine Hände, die in unterirdischer Unsicherheit herumtasten. Mama? Papa? Wo bin ich? Bin ich tot? Nein, nein, wiedergeboren in reinigender Fluoreszenz. Ein Gesicht erscheint, stark und männlich. Ein Vater für mich, ein Vater für alle. Der über unser Leben, unsere Ewigkeit wacht. Die Härte der Disziplin, die Härte der Liebe, Gehorsam, mein Erlöser. Von der Larve zur Puppe, von der Puppe zum Arbeiter, summ, summ, einer mit der Stahlwabe. 10 Lügen in den 101, endlich von Bedeutung. Bis das Grau von den Wänden in die Haare und die Seele tropft und ein ewiger Schlaf, der süße Schlaf der Verbrennung. Was für ein super tolles Geburtstagsgedicht! Meine Fresse! Die Frau ist gestört. Gut, dass sie jetzt tot ist. Gefahr? Wo? Ich sehe nichts auf dem Radar. Schleiche ich etwa noch? Ja, natürlich schleiche ich noch. Weil Jule eben gesagt hat, dass sie tot ist. Oder Tom. Einer von den beiden hat gesagt, dass sie jetzt tot wäre. Ich habe nicht aufgepasst. Das ist aber auch, glaube ich, wenn man Butch nicht hilft, seine Mutter zu retten, dann stirbt sie. Willkommen in Megaton. Hallo. Oh, die ist schon leer. Saß hier nicht irgendwo einer, der Durst hatte? Hm. Okay. Dann gehen wir nach Megaton. Lucas Sims. Ich bin der Sheriff der Stadt. Und Bürgermeister, wenn man mich braucht. Willkommen in Megaton. Na, das ist eine schöne Stadt, Sheriff. Freut mich, Sie kennenzulernen. Pff, schöner Hut. Pech, Marie. Sie sind eher der ruhige Typ, was? Gut. Könnte Ihnen dabei helfen, keinen Ärger zu bekommen. Hoffe, Sie sind kein Spinner. Davon gibt's schon genug. Gott, hoffentlich sind Sie keiner von diesen ruhigen Psychopathen. Also, kann ich sonst noch was für Sie tun? Ich suche meinen Vater erst in den besten Jahren. Haben Sie ihn gesehen? Das ist sowieso die beste Beschreibung ever, ne? Ich bräuchte ein paar Wegbeschreibungen. Reden wir über die Bombe. Wissen Sie etwas über den Bereich außerhalb von Megaton? Erzählen Sie mir mehr über die Stadt. Auf Wiedersehen.
Ich habe nichts gesehen. Ich muss hier so viele Brände löschen, dass ich mir nicht jeden Besucher merken kann. Ich würde mich mal in der Stadt umhören. Was gibt's da zu reden? Glauben Sie nicht, dass jemand das Ding entschärfen sollte? Wer baut um eine Bombe bitte eine Stadt? Das ist doch Wahnsinn. Eines Tages fliegt das Ding in die Luft. Eine Zeitbombe. Wer weiß. Wer weiß. Solange Sie sich von der Bombe fernhalten, steigen meine Chancen auf ein langes Leben. Ich hoffe, wir verstehen uns. Was auch immer. Ich habe sowieso nicht vor, länger zu bleiben. Ich würde diese Bombe explodieren, wäre der Welt viel geholfen. Gut. Genießen Sie Ihren Aufenthalt in Megaton. Machen Sie keinen Ärger, dann kommen wir weiterhin gut miteinander klar. Nee, ich entschärfe euch die Bombe nicht. Sag mal, was überhaupt Megaton. Aber es gibt überall Siedlungen. Die Menschen sind eben dickköpfig. Im Südosten liegt River City, aber vergessen Sie DC. Das ist Kriegsgebiet. Und wie gut die Untertitel hundertprozentig zu dem passen, was er mir erzählt. Erzählen Sie mir was über Megaton. Was genau soll ich erzählen? Warum heißt die Stadt so? Die Stadt wurde nach der Bombe benannt, die sich genau im Zentrum befindet. Sie ist nicht hochgegangen. Noch nicht. Das lässt sich ändern. Diese Stadt wurde nicht über Nacht erbaut. Megaton gibt es schon seit Jahrzehnten. Es wächst immer noch weiter. Alles begann als kleine Siedlung von Leuten, die in Vault 101 rein wollten. Als sie abgelehnt wurden, blieben sie einfach hier. Einige begannen, das Ding wie einen Gott zu verehren. Jetzt haben wir eine ganze gottverdammte Kirche. Die sind übergeschnappt, klar, aber harmlos. Den meisten ist das scheißegal. Sie denken, wenn sie bisher nicht explodiert ist, wird sie es auch jetzt nicht mehr tun. Ich bin da anderer Meinung. Ich möchte eigentlich über was anderes reden. Gut. Ja, gut, lassen wir das mal. Interessiert doch eh keinen. Das ist ein Stream und im Stream sollten wir ein bisschen vorwärts gehen. Und hier ist eine Wackelpuppe drin. Durchschnittlich kann ich das schon? Nee, brauche ich 50. Mist. Wie viel habe ich denn jetzt auf Dietrich? Nein, das war falsch. Okay. Ich hoffe, das kriegen wir noch hin, bevor ich Megaton in die Luft jage, weil die Wackelpuppe möchte ich haben. Da hätte ich gar nicht mehr gedacht. Kann ich hier keine Brahims umschmeißen? Das ist ja doof. Um den Donner seiner Stimme zu hören. Lasset die Männer, Frauen und Kinder der Erde sich versammeln. Okay. Um die Macht des Atoms zu erfahren. Lasset die, die in seinem liebsten Land... Ich weiß, dass ich sie noch nie in Megaton gesehen habe. Lassen Sie mich raten. Nur auf der Durchreise, oder? Hier versuchen ja ständig Leute, sich niederzulassen. Egal. Wenn sie Hunger haben, sind sie hier genau richtig. Was darf sein? Ich suche meinen Vater. Was sagt die Speisekarte? Was können Sie mit Megaton sagen? Was gibt's Neues in der Stadt? Erstmal Papa. Oh Mann, Sie suchen nach Ihrem Vater? Das ist ja süß. Ist er abgehauen, als Sie noch ein Kind waren oder so? Unsere Eltern sind gestorben, als wir Kinder waren. Mein Bruder Leo ist der Älteste. Er hat meinen Bruder Andy und mich aufgezogen. War hart für ihn. Aber das wollten Sie sicher nicht hören. Tut mir leid, aber ich habe Ihren Vater nicht gesehen. Er hat nicht in der Lantern gegessen, das wüsste ich. Als ob du wüsstest, wie mein Papa aussieht. Dana! Megaton! Ich habe nicht viel gehört. Ehrlich gesagt, verlasse ich die Lantern nur selten. Zu viel Arbeit. Und der Tag hat zu wenig Stunden. Verstehen Sie? Okay, was können Sie mir über Megaton sagen? Einige Leute hassen diesen Ort, was auch ihr gutes Recht ist. Aber was zur Hölle erwarten die? Nahrung, Schutz und Sicherheit. Mehr braucht man nicht. Okay. Damit bin ich mit dir auch fertig. Viel Erfolg. Danke. Kommt und trinkt. Kann ich eigentlich meine Sachen reparieren? So. Oder muss ich das überhaupt? Oder habe ich was Besseres? Was habe ich?
ich jetzt gerade an? Huch, nein, ich wollte eigentlich das da anziehen. Reparieren wäre so. Das Leuchten. Denn diese alte Kriegswaffe bringt unsere Erlösung. Sie ist das Symbol für den Ruhm des Atoms. Sie soll als Erinnerung an die vergangenen Spaltungen und an das prächtige Versprechen der bevorstehenden Spaltung dienen. Wen haben wir denn hier? Ein Neuzugang für unsere bescheidene kleine Gemeinschaft? Mein liebes Kind, willkommen! Willkommen in Megaton! Ich bin Confessor Cromwell, Prophet des Atoms und Vater des unsterblichen Leuchtens. Sie können gerne jederzeit in die Kirche kommen. Jederzeit. Nee, danke. Viele Besucher enden in einem der runtergekommenen Läden von Megaton. Sie sollten mit Colin Moriarty sprechen und ihre Suche dort fortsetzen. Sehen Sie mal was über die Kirche. Ja, was möchten Sie wissen? Was glauben Sie? Die Kirche der Kinder des Atoms basiert auf der Annahme, dass jedes einzelne Atom der Schöpfung ein ganzes Universum in sich trägt. Wenn dieses Atom gespalten wird, entstehen aus einem einzelnen Universum zwei Universen. Der größte Akt der atomaren Schöpfung. Ab und zu tritt ein göttliches Ereignis ein und Trillionen neue Universen werden erschaffen. Zuletzt fand ein solches Ereignis vor 200 Jahren statt. Während die meisten verlorenen Kinder dies als Krieg und Zerstörung betrachten, sehen wir in der atomaren Strahlung Schöpfung und Vereinigung. Warum verehren Sie die Bombe? Diejenigen, die bei der großen Spaltung zum Atom gerufen wurden, hatten Glück. Sie durften bei der Schöpfung des Atoms mithelfen. Danach trachten auch wir, symbolisch und in unserem Handeln. Die Bombe, wie Sie sie nennen, steht für die schöpferische Macht des Atoms. Wir knien vor ihr und bitten darum, dass das Atom uns zu sich ruft. Wir beten, aus unseren erbärmlichen Körpern neues Leben erschaffen zu dürfen. Was zum Teufel ist los mit euch Leuten? Obwohl Sie die Wahrheit kennen, verspotten Sie uns immer noch. Das ist sehr, sehr traurig. Ja, was auch gerne immer. Doch. Ich spende bestimmt nicht. Was gibt's Neues? Ich versuche alles, um nicht in solch weltliche Angelegenheiten gezogen zu werden. Das hätte nur eine Ablenkung vom Atom zur Folge. Jetzt, wo Sie es erwähnen, Moira hat einen Söldner angeheuert, um ihre Waren zu beschützen. Der Mann schläft nie, sagt man zumindest. Mhm. Was können Sie mir über Megaton sagen? Megaton, das heilige Dorf des Atoms. Es hat diese Stadt als Pilgerstätte für seinen Schrein auserwählt. Und wir wurden zu ihm gerufen. Die Leute von außerhalb fragen, warum wir eine Stadt um eine Bombe herumbauen. Die Antwort ist, die Bombe verspricht die Spaltung und das Leuchten. Wir sind die Bombe. Die Bombe ist das Atom. Und somit sind wir das Atom. Wir warten auf den Tag, an dem jeder von uns Billionen neuer Leben gebärt. Was auch immer, ihr seid alles mir zu schräg. Gute auf dem weiteren Weg. Ja, bla bla. Nix. Ja? Was darf's denn sein? Nix. Du bist unnütz, weil du hast keinen Namen. Deswegen möchte ich nichts von dir. Ich möchte zu Moira. Was ist das da? Waffenhaus. Wo geht's zu Moira? Da ist ein Wasserleck. Könnte ich das denn schon? Ach nee, ich habe die Quest ja noch nicht. Schade, dass ich nicht vorarbeiten kann.
hier? Kinder des Atoms? Will ich da rein? Ja, ich will da mal rein. Was Interessantes drin? Nö. Schneidebrett, Topf, Dosen. Nix. Ist die noch voll? Nee, die ist leer. Ist hier was? Nö. Hallo? Leer. Leer. Lohnt sich nicht. Geh mal aus dem Weg. Was haben wir denn hier? Versenktes Buch, ruiniertes Buch. Metallkiste. Lohnt nicht. Ich habe nur versenkte Bücher. Das ist nicht so gut. Was haben wir denn hier oben? Da was drin? Kronkorken. Ja, ja, das ist minimalst. Wenn man überlegt, was ich verlieren werde, wenn ich das Ding hier in die Luft fliegen lasse. Da können wir die auch erst noch ein bisschen beklauen. Ach, die ist ja leer. Was mache ich? Erst habe ich einen elektrischen Leiter reingelegt. Die kriegen keinen elektrischen Leiter von mir. So weit kämpft es ja noch. Leer, leer. Haklammer. Kronkorken. Was gibt's hier unten? Die Kirche. Gibt's hier was? Ruiniertes Buch. Nix. Ich kenne ja keine Vorkriegsbücher. Die sind wenigstens was wert. Nö. Enttäuschend. Es wird keine Tränen. Wobei, was war denn das für eine andere Tür? Nee, nicht da. Oh, da war ich noch gar nicht drin. Die Nuka-Cola nehme ich mit, die Schrottpatronen nehme ich mit, die Tasse lasse ich euch. Der Schreibtisch ist leer. Leicht verschlossen. Moment, 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 Moment. Ist das doch, das ist einer. Ach, Erlaubnis aufgefüllt, ja, super.
Oh, es sind natürlich sehr viele hilfreiche Klammern drin. Eins der Wahnsinn, das könnte mal was sein. Das? Wo ist mein Dings da? Da? Und das war's dann. Fangen wir doch einfach mal an. Oh! Ha! Ach, ich bin so gut. Kern des Atoms. Ja, ich lese es jetzt auch nicht vor. Hier gibt es so viel unnützen Text als. Vor allem ist es hier so ein Kirchengewäsch, das mag ich ja sowieso nicht. Das Atom ist Hoffnung, okay. Das hat sich ja voll gelohnt. Dafür Karma zu verlieren. Das gebrauche ich nicht. Ich hätte vielleicht die Tür zumachen sollen. Die Gefahr, dass mich jemand sieht, war doch etwas größer. Mit dem Schrank, der ist leer. Da ist die Tasse drin. Hier ist nix. Aber jetzt war hier irgendwo noch eine Tür. Ach, das war dann die. Okay. Ja, da raus. Raus. Wie redet ihr denn hier die ganze Zeit? Die Skea. Hugen Souls. MK2. Der Masse seines erbärmlichen und schmutzigen GH2. Jeder von uns wird Mutter und Vater. Wir sind drei Supernets. Nico, da kannst du nicht mitreden. Scheinbar nicht. Jeder von uns wird den Frieden und das Ende des Schmerzes erfahren. Und den Glanz des Atoms. Ach, da geht's doch, glaube ich, bloß wieder zum Waffending, wo ich nicht hin will. Ich hoffe, Sie planen keinen Einbruch. Doch, eigentlich schon, aber ich darf noch nicht. Oder könnte ich schon? Würde mein Dietrich reichen? Wie verschlossen ist das denn? Sehr schwer. Nee. Beschenke deinem. Ah, da. Ich glaube, mein Rad war noch zu um die Uhrzeit. Besser. Was ist los? Nix ist los. Ich mache einen Stream und keiner hört zu. Aber es ist okay. Was ist das? Lucy West? Wollte ich zwar nicht hin, aber ist schon recht. Kann man hier was klauen? Ist Lucy da? Schlafen darf ich hier schon mal nicht. Was Interessantes? Kaugummi. Ich klaue doch kein Kaugummi. Zuckerbomben. Das ist leer. Spinte sind alle leer.
Was heißt denn hier schlimm genug, dass ich streame? Ich kann auch aufhören. Praxa Putzmittel, die Zigaretten nehme ich mit. Die Coca-Cola nehme ich mit. Das gehört nicht dir. Mmh, du blöde Kuh.